Jeder hat in seinem Leben schon Erfahrungen gesammelt mit Prüfungen. Das sind so Nadelöhre, wo man durch muss. Und da wird es manchmal ganz schön eng. Nicht unbedingt vom Prüfungsergebnis her, aber von der Emotion. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie können die Seiten wechseln und jungen Leuten helfen, da durchzukommen. Jetzt haben wir jemanden, der uns praktisch ganz frisch und ganz hautnah sozusagen erklären kann, was die Motivation ist, sowas anzufangen. Warum haben Sie sich überlegt, Prüferin zu werden bei der IHK Rhein-Neckar? Ja, also der Hauptgrund, warum ich das Ganze in meinem Kopf habe, ist der, dass ich junge Leute für diesen Beruf begeistern möchte. Und wenn man mit Begeisterung an etwas rangeht, geht man da auch als Vorbild ran. Und ich finde, wenn man gerade als Prüfer tätig ist und man kommt in einen Raum und es kommt ja eine fremde Person auf einen zu, sollte man trotzdem, auch wenn es eine angespannte Situation ist, was Positives ausstrahlen. Weil der Mensch, der da reinkommt, für den ändern sich ja gegebenenfalls wirklich Lebensverhältnisse oder wie es beruflich weitergeht. Und dann habe ich irgendwann drüber nachgedacht und gesagt, ja, das kann ich mir wirklich vorstellen. Vor allem, weil es für mich auch einfach ein toller Mehrwert ist, was meine Erfahrungen angeht. Ja. Okay, Mehrwert, Erfahrung. Mhm. Gibt es noch was anderes, an was man da denkt? Das sind einfach die Kontakte, wen lerne ich kennen, was sammle ich von anderen für Erfahrungen, von anderen Unternehmen oder von meinen Kollegen. Ich finde, das ist halt auch was Schönes, was hinten dran steht. Ich stelle mir das Gefühl ganz toll vor, wenn man diese Prüfung abnimmt und es kommt einer rein und man kann was Schönes verkünden. Also ich hatte mich beworben für die Fachwirtprüfungen. Wir haben direkt ein Treffen vereinbart und haben uns zusammengesetzt und darüber gesprochen, was auf mich zukommt. Und dann hat man mich gefragt, ja, wir können uns das vorstellen, soweit. Und dann haben wir das festgemacht. Also es geht jetzt so los, dass ich anfange zu schnuppern in Prüfungen. Ich gehe mal mit in eine mündliche Prüfung rein und schaue mir das Ganze mal an, wie das läuft, einen Tag lang. Es ist ja so, dass ich vorher auch in, soweit ich weiß, in Workshops gehe, die halt einfach dazu dienen, dieses Wissen anzueignen, was man einfach dafür braucht. Sie werden eine ganz hervorragende Prüferin. Und wenn Sie jetzt mal sagen würden, was sind die drei besten Eigenschaften, die ein Prüfer, eine Prüferin haben sollte? Fairness an allererster Stelle, Freundlichkeit, Offenheit und ich würde noch sagen Sachlichkeit. Super, Dankeschön.